Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Du bist auf der Suche nach einer kostenlosen Videokonferenzsoftware, die du auf deinem eigenen Server installieren kannst und damit auch volle Kontrolle über die Daten darauf hast? Dann bist du hier genau richtig. In diesem Video stelle ich dir die kostenlose Open Source Videokonferenzsoftware Jitsi vor und ich zeige dir auch anschließend, wie du diese innerhalb weniger Schritte auf deinem Server erfolgreich installieren kannst. Also legen wir doch direkt los! Nun zu Beginn, was ist überhaupt die Software hier genau, die ich euch heute vorstellen möchte? Jitsi ist, wie schon erwähnt, eine Open-Source-Videokonferenz-Software, die auf dem WebRTC-Protokoll basiert. Das heißt, die ist grundsätzlich mal browserbasiert, das heißt, jeder kann ganz einfach über einen Browser dann sich mit seiner Webcam und seinem Mikrofon eine Videokonferenz zuschalten. Allerdings gibt es hier, obwohl Jitsi ja komplett kostenlos ist, und das finde ich auch ziemlich cool, eine eigene Android- und iOS-App, über die ihr dann auch eben hier direkt über euer Smartphone dann in Videokonferenzen dann teilnehmen könnt. Was mir persönlich an Jitsi auch ziemlich gut gefällt, ist, dass es sehr, sehr einfach in der Handhabung ist. Das bedeutet, die Teilnehmer der Videokonferenz brauchen einen eigenen Account oder ein eigenes Profil, müssen sich also nirgendwo registrieren, sondern ihr erstellt einfach einen neuen Chatroom, bekommt dann dafür einen Link und den Link könnt ihr dann ganz einfach in einem Messenger, in Slack, in WhatsApp, per E-Mail und so weiter verteilen und alle, die den Link haben, können dann an dem Chatroom, also in der Videokonferenz, dann teilnehmen. Außerdem kann bei Jitsi natürlich selbstverständlich auch eine eigene Domain verwendet werden. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel sowas wie meet.meinedomain.com oder talk.meinedomain.com oder Konferenz oder was auch immer ihr da möchtet, damit eben integrieren. So passt es sich zum Beispiel auch sehr gut einfach zu den Diensten, die es schon in euren Unternehmen oder eurem Verein gibt, sehr gut an. Außerdem ist die Programmierung von Jitsi sehr ressourcenschonend, das heißt, ihr kriegt auch größere Videokonferenzen mit weitaus mehr als 10 Personen auf einem relativ einfachen und schwachen Server trotzdem sehr stabil zum Laufen hin. Jetzt habe ich euch schon sehr viel von dieser Software erzählt. Ich würde sagen, schauen wir uns die doch jetzt mal im Einsatz an, wie genau das Ganze eigentlich funktioniert. Noch kurz vorweg, falls ihr das Ganze bei euch vielleicht im Unternehmen, Verein oder jeder anderen Art von Gruppierung einsetzen möchtet und ihr dafür vielleicht ein bisschen Beratung, Unterstützung benötigt, schreibt mir einfach eine E-Mail an cloud@apfelcast.com und ich helfe euch auch sehr gerne hier bei der Integration von Jitsi weiter. Also, wie ihr seht, ich bin hier schon bei mir am Computer angekommen, habe auch schon den Browser offen. Ich würde euch hier wieder aufgrund des WebRTC-Protokolls, das hier verwendet wird, den Google Chrome Browser empfehlen. Da funktioniert das Ganze am besten. Mit dem ganz neuen Microsoft Edge Browser sollte das Ganze auch gut funktionieren. Nicht dem Internet Explorer, hier nochmal genau aufpassen. Also, legen wir mal los. Das Erste, was wir machen müssen, ist natürlich mal den Server aufrufen, also quasi als der Initiator eines Chats. Und in meinem Fall wäre das jetzt hier einfach talk.apfelcast.com. Und dann seht ihr, bin ich hier auch schon auf dieser Startseite von meinem Jitsi-Server angekommen. Hier oben habt ihr so ein Zahnrädchen, da habt ihr ein paar Einstellungen, gar nicht so viel könnt ihr machen. Erstmal, ihr seht mich hier mit meiner Webcam, aber ihr könnt euch auch so eine Art kleines Profil anlegen. Das ist dann einfach der Name, der dann angezeigt wird für die anderen Chat-Teilnehmer. Ich schreibe da jetzt einfach mal Daniel rein, ihr könntet da auch noch eine E-Mail-Adresse festlegen. Das passt mir jetzt aber mal hier soweit. Und dann wollen wir ja, wie es hier auch schon steht, ein Meeting starten. Im Übrigen seht ihr auch schon vergangene Meetings hier unten, könntet auf das draufklicken, um das Meeting zum Beispiel mit dem gleichen Personenkreis wieder zu starten. Ich nenne das jetzt hier einfach mal Chat. Demo, weil es ja hier eine Demonstration ist, und klickt dann hier auf Los. So, jetzt komme ich in den Chatroom rein und wer hätte es gedacht? Ich bin natürlich momentan der einzige Teilnehmer. Jetzt müssen wir die Leute noch einladen und wie anfangs erklärt, ist das natürlich komplett linkbasiert. Das heißt, hier wird mir auch schon der Link angezeigt. Der ist meistens einfach der Name hinter eurem Server dann. Ihr könntet auch noch ein Passwort festlegen, wenn ihr das möchtet, damit nicht jeder da irgendwie durch Probieren draufkommt. Brauche ich jetzt in meinem Fall hier nicht. Deswegen gehe ich jetzt hier einfach direkt auf Kopieren. Und wie ihr das jetzt weiterversendet, das ist jetzt ziemlich euch überlassen. Ihr könnt es per Nachrichten, also iMessage verschicken, per WhatsApp, Slack, E-Mail, überall da, wo ihr einfach einen Link einfügen könnt. So, der Link ist jetzt verschickt und jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, bis die Ariane hier, meine Chat-Demo-Partnerin, kennt ihr schon aus dem letzten Video, dann auch online ist. Ja, wunderbar, da ist sie. Aus dem Homeoffice kann man wohl sagen oder Balkonien, wie auch immer. Ja, genau. Also, hallo Ariane, du kannst mich hören? Hi, ja, voll gut. Wunderbar, freut mich.
Ja, wie ihr seht, so einfach funktioniert das. Jetzt sind wir natürlich beide hier im Fullscreen, weil es momentan noch keine anderen Chatpartner gibt. Aber ihr kennt das wahrscheinlich von anderen Softwares, wenn es dann halt mal 10, 15 werden, wird halt jedes Fenster ein bisschen runterskaliert. Was wir jetzt hier auch machen können, außer natürlich miteinander zu reden, ist beispielsweise den Bildschirm zu teilen. Also ich teile euch hier mal meinen zweiten Bildschirm, dann kann quasi die Ariane jetzt auch sehen, wie mein Videoskript denn hier so aussieht, was ich mir hier vorbereitet habe. Es wird bei dir gut angezeigt, oder? Ja, wunderbar. Perfekt. Ja, und ich kann natürlich das jetzt auch wieder ausmachen und auf meine Kameras hier, die hier oben wieder zurückwechseln. Oder ich kann natürlich auch hier einen Chat öffnen. Also man kennt das typische, ja, irgendeiner kann es nicht hören oder man hört ihn nicht, je nachdem, was er eben eingestellt hat. Kann man auch hier zum Beispiel mal Hallo in den Chat reinschreiben. Also wie ihr seht, da ist eigentlich echt alles dabei, was man so für eine klassische, ja, Videokonferenz so brauchen kann. Übrigens, wenn ihr jetzt euren Partner nicht so hier im Vollbild sehen wollt, kein Problem, hier unten gibt es dieses Kachel-Icon, da kann man sich dann auch so ein bisschen nebeneinander sehen, wenn man das denn haben möchte. Ja, natürlich auch hier ganz klassisch, ihr könnt Mikrofon oder Kamera deaktivieren, wenn beispielsweise einer was präsentiert oder ähnliches. Gut, aber so viel mal zur Demo. Dankeschön, Ariane, fürs Mitmachen. Ciao. Tschüss. Nachdem wir jetzt gesehen haben, wie das Ganze denn vom User-End her funktioniert, würde ich sagen, zeige ich euch jetzt mal, wie ihr dann diesen Jitsi Meet Server oder Talk Server, je nachdem wie ihr das nennen möchtet, auf eurem eigenen Server installieren könnt. Was braucht ihr also hierfür? Erstmal vorweg, ich würde euch für solche Anwendungen aufgrund der Firewall, aufgrund des Routings, einen Server im Rechenzentrum empfehlen. Die sind ja meistens wirklich nicht sehr teuer und wie ihr eingangs erwähnt, könnt ihr hier auch einen etwas schwächeren Server nehmen, der packt das trotzdem. Theoretisch wäre die Installation auch auf einem Server zu Hause möglich. Häufig bekommt dann ihr aber hier mit der Bandbreite, also eurer Upload-Leitung, in den meisten Fällen, hier in Deutschland zumindest, leider Probleme. Welches Betriebssystem genau dann auf diesem Server hier läuft, ist relativ egal. Die Befehle, die ich euch hier zeige, könnt ihr so auf jeden Fall für Ubuntu und Debian 1:1 anwenden. Was ihr danach noch benötigt, ist eine eigene Domain, im Normalfall Subdomain für euren Server, also sowas wie talk.eurodomain.com und so weiter, wo ihr dann darüber einfach direkt diesen Server erreichen könnt. Das heißt, ihr müsst bei dieser Domain bzw. Subdomain dann im A-Record auch die IP-Adresse des Servers dann eintragen. Wenn ihr euch jetzt fragt, könnt ihr hierfür vielleicht schon einen vorhandenen Server nehmen? Ja, das geht. Beispielsweise, wenn ihr eh schon einen Webserver habt, auf dem Nextcloud oder ähnliches läuft, könnt ihr den auch problemfrei hierfür mitverwenden. Ihr müsst natürlich nur schauen von den Ressourcen her, ob da dann noch genügend frei ist. So ein Tipp von mir, wenn ihr extra einen Server dafür aufsetzen wollt, ist es natürlich immer am einfachsten, mit einem leeren zu arbeiten. Wie ihr seht, bin ich jetzt hier schon im Terminal angekommen und habe mich auch schon direkt auf dem Server eingeloggt, auf dem ich jetzt hier eben Jitsi Meet in meinem Fall installieren möchte. Als erstes, wenn wir hier ein paar Pakete installieren, ihr wisst es schon, dann updaten wir erstmal unser System hier einmal mit apt-get update und dann apt-get upgrade. Ist das erledigt, dann ist der nächste Schritt oder die nächsten Schritte, die jetzt hier kommen werden, die gehen alle um das Thema Hostname, den müssen wir nämlich hier noch entsprechend anpassen. Als erstes können wir das mal mit diesem Befehl hier vorgeben, da wird jetzt eben der Hostname Node 1 hier hinzugefügt, das brauchen wir jetzt in dem Fall einfach, Node 1 ist hier auch das Beispiel, wenn ihr jetzt da ein Load Balancing Verbund beispielsweise aufbauen würdet, dann müsstet ihr dann eure einzelnen Nodes, eben Node 2, Node 3 und so weiter hier benennen. Soll das jetzt aber nur ein Server sein, könnt ihr das genauso beibelassen. Also einfach hier mit Enter dann abschicken. Danach müssen wir jetzt mal die Host-Datei bearbeiten. Diese hat ja ein jeder Linux-Server. Da gehen wir einfach rein mit nano/etc/host. Und dann müssen wir jetzt hier eine Zeile, einen kleinen Eintrag hinzufügen. Und zwar schreiben wir jetzt hier hin 1.27, also so wie es oben steht, .0, Punkt. Und jetzt aber 1.1, also hier quasi nur der Unterschied in der 0 hier, die hier zu einer 1 wird. Und dann gehen wir mit der Tabulator-Taste rüber und tragen nun hier die URL ein, über die dann dieser Jitsi-Server erreichbar sein soll. Also, in meinem Fall wäre das jetzt hier talk.apfelcast.com. Dahinter müssen wir dann noch unsere Node-Bezeichnung schreiben, einfach mit einem Leerzeichen, Abstand dazwischen, in diesem Fall Node 1. Dann sind wir hier schon fertig und können das Ganze mit Ctrl-O hier einmal speichern und mit Ctrl-X schließen. Mit dem Befehl hostname-f können wir das Ganze auch mal kontrollieren. Das sieht gut aus. talk.apfelcast.com, also eure bzw. meine Domain hier, ist jetzt hier gesetzt. Im nächsten Schritt, da installiere ich mir einmal hier kurz noch Java auf dem System drauf. Das brauchen wir auch. Geht ganz einfach mit diesem Befehl. Der startet jetzt hier bei mir auch schon automatisch, wie ihr seht. Natürlich alle Befehle, die ich hier verwende, findet ihr auch in der Beschreibung verlinkt.
Das nächste, was wir jetzt mal machen müssen, ist uns um die Thematik Webserver kümmern. Bei mir ist es jetzt hier ein komplett leeres System. Das heißt, ich brauche noch irgendeine Art von Webserver darauf, damit dann Jitsi auch funktioniert. Das ist ja eine webbasierte bzw. browserbasierte Geschichte. Wenn ihr jetzt hier schon einen drauf habt, dann ist es ziemlich egal, ob das der Apache oder der Nginx ist. Bei der Installation von Jitsi Meet Server dann im Anschluss erkennt der Installer automatisch, welcher Webserver hier verwendet wird und konfiguriert sich dann entsprechend. Ich habe jetzt hier keinen drauf, deswegen ich installiere jetzt diesen Fall hier ganz einfach noch schnell den Nginx nach. Der Schritt fällt natürlich bei euch aus, falls ihr da schon irgendeinen Webserver vielleicht für Nextcloud oder auch für andere Anwendungen schon installiert habt. Im nächsten Schritt können wir jetzt auch schon die Paketquellen hier für Jitsi Meet einmal hinzufügen. Die sind jetzt noch nicht in der Standard Ubuntu oder Debian Repository mit drin. Das geht aber mit diesem Befehl hier ganz einfach. Wie ihr seht, bei mir kommt jetzt hier eine Fehlermeldung, die bekommt ihr vielleicht auch, und zwar fehlt hier noch ein Paket. Das müsst ihr gegebenenfalls auch nachinstallieren, kommt eben darauf an, welche Pakete ihr standardmäßig bei eurem Betriebssystem mit dabei habt. Bei mir fehlt das jetzt hier, kann ich aber ganz einfach mit apt-get install und dann in diesem Fall hier das GNUPG-Paket hier ganz einfach nachinstallieren. So, nachdem das gemacht ist, gebe ich einfach nochmal den gleichen Befehl ein hier mit der Paketquelle, gehe da drauf und jetzt sehe ich auch, ist das Ganze normal hinzugefügt worden. Dann lasse ich noch einmal hier ein apt-get-update drüber laufen, dass dann auch die neuen Pakete hier gefunden werden. So, und schlussendlich kann ich jetzt hier über apt-get install Jitsi Meet und dann eben mit dem Yes, was das hier direkt bestätigt, dann Jitsi Meet installieren. Hier werden wir jetzt während der Installation nochmals nach dem Hostnamen gefragt. Hostname meint auch hier wieder die Domain bzw. URL, über die wir dann unseren Jitsi Meet Server erreichen wollen. Also in meinem Fall gebe ich jetzt hier einfach wieder talk.apfelcast.com ein. Kann ich dann einfach mit OK bestätigen. Im nächsten Fall werden wir jetzt hier gefragt, ob wir ein Self-Sign-Certificate benutzen möchten oder eben ein eigenes schon haben. Ich denke mal, ein eigenes werden die wenigsten von euch haben. Und wir wollen natürlich aber auch langfristig nicht mit einem Self-Sign-Certificate arbeiten. Das ist aber gar nicht schlimm. Wir müssen jetzt hier diese erste Option ausgewählt lassen. Ich zeige euch gleich im Anschluss, wie ihr dann auch hier ein kostenloses Let's Encrypt SSL-Zertifikat dafür mit einem Befehl eigentlich erstellen könnt. Gehen wir jetzt hier also erstmal auf OK. So, jetzt ist die Installation soweit abgeschlossen. Jetzt machen wir eben noch, damit wir es auch direkt sauber im Browser aufrufen können, hier noch die Installation des SSL-Zertifikats fertig. Das geht tatsächlich mit einem Befehl, der sieht wie folgt aus. Müssen wir einfach nur Enter hier eingeben und einmal jetzt hier unsere E-Mail-Adresse eingeben. Ist ja normal bei Let's Encrypt, die das schon mal gemacht haben, werden das Prozedere kennen. Können wir jetzt hier auch einmal abschicken. Und dann werden jetzt hier automatisiert noch die benötigten Pakete installiert und dann auch im Anschluss direkt dann das Zertifikat an sich erstellt und generiert. So, und wenn es bei euch hier auch steht, Congratulations, dann hat das Ganze funktioniert. Dann würde ich sagen, rufen wir doch den Server zum ersten Mal im Browser auf. Ich gehe jetzt hier auch mal auf meinen Browser drauf und gebe dann auch die entsprechende Adresse bzw. Domain hier jetzt in meinem Fall ein. So, und das sieht doch sehr gut aus. Zum einen ist natürlich das jetzt hier die richtige Interface-Seite. Das ist jetzt quasi das, über das jetzt hier ein Chat starten könnt. Aber natürlich auch wichtig, wir haben hier eine sichere Verbindung. Ist zum Beispiel für die Android-App und natürlich auch iOS-App sehr wichtig, denn hier werden nur gesicherte, also mit einem öffentlichen Zertifikat gesicherte Verbindungen akzeptiert. Jetzt können wir hier mal testeshalber einen Chat starten. Ich bin hier wie immer sehr kreativ und nenne diesen einfach Chat01, kann hier auf Losgehen und dann bin ich auch schon drin, kann natürlich jetzt hier dann noch meine Kamera und alles Mögliche aktivieren. Lasse ich aber mal für die Demo-Zwecke hier aus. Ihr habt ja schon gesehen, wie das funktioniert. Und so ist es ja dann doch eigentlich recht einfach, seinen eigenen Jitsi Meet Server hier aufzusetzen. Ich hoffe, die Installation von Jitsi hat auch auf eurem Server gut funktioniert. Falls ihr euch da noch nicht ganz rantraut oder falls es bei euch nicht auf Anhieb geklappt hat, dann schreibt mir einfach sehr gerne eine E-Mail an cloud@apfelcast.com. Dann unterstütze ich euch auch sehr gerne hier bei der Installation und Konfiguration von eurem Jitsi Meet Server. Ansonsten war es das jetzt auch schon hier zu diesem Video. Wenn es euch gefallen hat und natürlich auch weitergeholfen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr keine weiteren Videos hier zu dieser Thematik verpassen möchtet, dann klickt hier auf den Abo-Button, dann könnt ihr auch direkt meinen Kanal abonnieren. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal.